wir jetzt auf den Tagesordnungspunkt 2. Regierungserklärung der hessischen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigten des Landes Hessen beim Bund betreffend gemeinsam für ein starkes Europa, zusammen für ein starkes Hessen. Die Redezeit ist 20 Minuten. Die Fraktion, die Orientierungsredezeit für die Regierung ebenso 20 Minuten. Die Reihenfolge nach der Ministerin ist die SPD-Fraktion, die Grüne, die Linke, die FDP, die CDU und die Kollegin Öztürk, sofern sie das wünscht. Das Wort hat Frau Staatsministerin Buttrich. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Hessen spielt in Europa eine besondere Rolle. Deshalb freut es uns auch besonders nach diesem Wochenende, dass Frankfurt eine besondere Rolle in Europa spielt mit dem Spiel in der Euroleague. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg an die Frankfurter. Und ich gehe mal davon aus, dass die Bayern uns das verzeihen werden, einfach weil wir besser waren. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte aber an der Stelle auch ernsthaft einsteigen in das Thema, in eine Welt, die von Konflikten und von Krisen geprägt ist. Das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung hat dokumentiert jedes Jahr die weltweiten Kriege und Konflikte. Für 2017 verzeichnete man 36 Kriege oder begrenzte Kriege und im Jahr 2016 38. Warum sage ich das? Warum steige ich damit ein? Weil für uns diejenigen, die hier leben, die in Deutschland leben, auch die hier, die im Saal sitzen, mit Krieg am eigenen Leib zum Glück wenig Erfahrung haben. Sie haben selbst nicht Krieg erleben müssen. Die Eltern oder Großeltern haben es erlebt oder davon erzählt. Wir selbst aber sind diejenigen, die seit Jahrzehnten in Frieden, Freiheit und auch im Wohlstand leben. Das kommt aber nicht von irgendwo oder von irgendwoher, sondern das verdanken wir einem vereinten Europa. Und sehr geehrte Damen und Herren, ja, man könnte glauben, dass der eine oder andere das für selbstverständlich hält. Und ich muss sagen, ich bin immer betroffen darüber, wenn der eine oder andere es für schick oder en vogue hält, wenn er über Europa schimpft, wenn er glaubt, Europa schlecht machen zu müssen und die Schwächen in den Vordergrund stellt und nicht die Stärken. Ich glaube, dass unsere Aufgabe ist, die Herausforderungen ganz klar zu beschreiben, aber vor allen Dingen auch Menschen zu begeistern, indem wir über die Verdienste Europas reden. Und das soll auch ein Bestandteil meiner Rede heute sein. Die Hessische Landesregierung hat den Zusammenhalt in der Gesellschaft ganz aktuell zum Gegenstand ihrer Zukunftswochen gemacht. Da passt das Thema Europa hervorragend rein. Denn so wie wir in der Familie, im Verein, in den Städten und Gemeinden, im Land auf Gemeinsamkeit setzen, auf ein Miteinander setzen müssen, damit wir stark sind, so setzen wir innerhalb der Europäischen Union auch auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und so, sehr geehrte Damen und Herren, sollten wir uns mit den Dingen beschäftigen, die uns verbinden, diejenigen, die uns stark machen, und nicht diejenigen Dinge vorantragen, die uns trennen. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir in das Bewusstsein der Menschen den Bereich Europa immer wieder hineinbringen und Europa in den Alltag hineinvermitteln. Das ist das beste Rezept gegen Populisten. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, so wie die Landesregierung Zukunftswochen im Land Hessen macht, so wäre es, glaube ich, auch eine gute Idee, wenn die Europäische Union, wenn die Kommission Zukunftswochen für die Europäische Kommission machen würde und bestimmte Themen auch vorantreiben und positiv beschreiben würde. Sehr geehrte Damen und Herren, die Europäische Union ist zuallererst eine Wertegemeinschaft, eine Wertegemeinschaft, in der uns gemeinsame Vorstellungen verbinden. Uns verbindet die Vorstellung von Freiheit, von friedlichem Zusammenleben, von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten als Dinge, die uns Europäer verbinden, und zwar viel mehr als die Dinge, die uns vielleicht trennen oder bei denen wir um Lösungen ringen. Zu den Gemeinsamkeiten, sehr geehrte Damen und Herren, gehört selbstverständlich die deutsch-französische Freundschaft. Die deutsch-französische Freundschaft war und ist eine der wichtigsten Grundlagen für dieses Europa. Und Hessen lebt diese deutsch-französische Partnerschaft sehr intensiv mit ihrer Regionalpartnerschaft mit der Nouvelle-Aquitaine. Die EU braucht
den deutsch-französischen Motor, um notwendige Reformen umzusetzen. Im Moment wird in der Öffentlichkeit manchmal so diskutiert, als würden die Deutschen und die Franzosen oder als würde die Kanzlerin Merkel und Präsident Macron nicht an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Die arbeiten an einem sehr gemeinsamen Ziel, nämlich diese Europäische Union zukunftsfähig zu machen, sie zukunftsfähig zu erhalten, wenn auch der Weg dorthin an der einen oder anderen Stelle durchaus anders akzentuiert sein mag. Was aber auf alle Fälle gut ist, dass die beiden bis zum Juni bei dem nächsten Europäischen Rat gemeinsame Vorschläge unterbreiten wollen, wie man diese Europäische Union zusammenbringt. Und dazu gehört die Diskussion vorher und der gemeinsame Weg hinterher, und daran wird gearbeitet. Und, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, es ist auch ein sehr deutliches Zeichen, dass der Koalitionsvertrag, der die neue Bundesregierung leitet, eine klare europäische Handschrift trägt, dass dort der Bereich Europa sehr prominent formuliert ist und dass dort auch klar formuliert ist, dass der Élysée-Vertrag eine Neuauflage bekommen soll. Insofern ist es die Aufgabe, voranzugehen, gute Vorschläge zu machen, aber nicht nur voranzugehen, und das mit einer deutsch-französischen Partnerschaft, sondern es gemeinsam mit den anderen Nationen zu machen. Wenn wir in der Europäischen Union erfolgreich sein wollen, und wir müssen dort erfolgreich sein, dann kann das nur mit allen 28, noch anderen 28 Mitgliedstaaten gemeinsam sein. Das heißt vorangehen und mitnehmen. Und selbstverständlich gehört dazu, dass da auch dazu, dass man um Lösungen ringt. Man hat unterschiedliche Erfahrungen, man hat unterschiedliche Geschichten. Man hat auch unterschiedliche Sichtweisen aus den Erfahrungen heraus. Wichtig ist, dass man am Ende einen gemeinsamen Weg geht. Wichtig ist, dass am Ende keine Aufteilung, keine Trennung geschieht, keine Aufteilung einer Europäischen Union in unterschiedliche Interessensgruppen, und zwar in Gruppen, die dann aufgeteilt würden in Klein und Groß, in Nord und Süd, in Club Med und in Visegrad. Ich glaube, es ist richtig, um einen Konsens bemüht zu sein, zu diskutieren, aber am Ende gemeinsam dazustehen und gemeinsam die Europäische Union voranzubringen. Wir leben unter einem gemeinsamen Dach mit gemeinsamen Werten. Daher hat der Kompromiss dort seine Grenzen, wo er an den Kern unserer Gemeinschaft rührt. Ganz klar sind dort die Grenzen, wo die Grundwerte der Europäischen Union angegriffen werden. Das muss man klar sagen. Die Grundwerte Europas sind nicht verhandelbar. Wer Mitglied der Europäischen Union ist oder werden will, muss sie einhalten. Es gibt keine EU-Mitgliedschaft leid. Deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ist es richtig, dass die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet hat bezüglich der umstrittenen Justizreform und möglicherweise auch ein weiteres Verfahren gegen Ungarn einleiten wird. Es muss klar aufgezeigt werden, wo Grenzen sind und welche Grenzen nicht überschritten werden dürfen, wenn man in einer Gemeinschaft dabei sein möchte. Es darf nicht sein, dass Staaten zwar die Vorteile der Europäischen Union in Anspruch nehmen wollen, aber Grundwerte missachten und das Prinzip der Solidarität nur dann akzeptieren, wenn es einem selbst am meisten zu nützen scheint. Hier müssen wir uns in letzter Konsequenz auch durchaus einmal die Frage stellen, ob solche Staaten tatsächlich noch Mitglied sein wollen oder Mitglied sein können. Die Frage der europäischen Werte stellt sich bei allen Mitgliedern, natürlich auch bei denjenigen, die neu hinzukommen wollen. Und deshalb war es richtig, dass in der vergangenen Woche beim Gipfel in Sofia das klare Zeichen gesetzt wurde, dass man Interesse hat, an den baltischen Staaten und dem Westbalkan die Beitrittsperspektive deutlich aufgezeigt hat, aber auch gleichzeitig gesagt hat, dass es dafür notwendig ist, auch bestimmte Entwicklungen in diesen Ländern noch voranzutreiben, damit die Perspektive auch Realität werden kann. Und genauso wichtig ist es meines Erachtens allerdings auch, nicht nur den Westbalkanstaaten zu sagen, was an Entwicklung noch notwendig ist, sondern auch Entwicklungen, die innerhalb der Europäischen Union vorangetrieben werden müssen und was an Reformbedarf erfüllt werden muss, auch zügig voranzutreiben. Nur eine starke, eine aktuelle, eine an die Gegenwart angepasste Europäische Union kann zukunftsfähig sein und kann andere Mitglieder aufnehmen. Und wenn ich
über die Europäische Union rede, dann möchte ich auch über einen weiteren Beitrittskandidaten sprechen, den ich vor ungefähr 2 Wochen besucht habe. Das ist die Türkei. Vor ungefähr zwei Wochen war ich in Ankara. Es waren Mitglieder des Europaausschusses dabei. Und wir waren alle von dem, was wir dort erlebt haben, doch zumindest, möchte ich sagen, nachdrücklich betroffen. Wenn ich sage, nachdrücklich betroffen, dann wissen wir zwar, dass die Türkei seit 2005 ein offizieller Beitrittskandidat der Europäischen Union ist. Wir haben auch dort vernommen, dass türkische Politikerinnen und Politiker aller Couleur uns auch gesagt haben, dass man den intensiven Wunsch hätte, der Europäischen Union beizutreten. Aber eines muss man auch ganz klar sagen. Die Regierung lässt diesen Worten alles andere als Taten folgen. Die türkische Regierung entfernt sich von den Werten Europas tagtäglich weiter. Und viel spricht dafür, dass sich die Türkei mit den vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni, wenn die Wahl so ausgeht, wie der eine oder andere erwartet, dass Präsident Erdogan wieder eine Mehrheit bekommt, mit einer parlamentarischen Mehrheit noch ausgestattet, dass sich die Türkei von einer parlamentarischen Demokratie zu einer Diktatur entwickelt. Das muss man auch ganz klar und muss auch deutlich so beschreiben, bekommt es auch im Land dort so beschrieben. Und was uns auch dort als Gäste besonders betroffen gemacht hat und was häufig nicht mehr so wahrgenommen wird, die Wahlen, die im Moment da durchgeführt werden, dieser Wahlkampf, der durchgeführt wird, findet in Zeiten eines Ausnahmezustandes statt. Das heißt, schon jetzt ist die Wahl nicht fair, weil der Wahlkampf nicht fair ist im Ausnahmezustand. Und auch das, als wir da gewesen sind, unabhängige Medien gibt es dort nicht mehr. Medien sind mehr oder weniger gleichgeschaltet. Und wenn Sie Fernsehkanäle anschauen und sehen sich einen Kandidaten Erdogan oder den Kandidaten der CHP, dann kann man sagen, der eine findet auf vielen Kanälen ständig statt und der andere überhaupt nicht. Aber nicht deshalb, weil er nichts tun würde, sondern weil er einfach nicht gesendet wird. Und wenn wir wieder den Wunsch gehört haben, dort, dass man sagte, helft mit, dass viele Menschen aufgerufen werden, Wahlbeobachter bei diesen Wahlen zu sein, bei dem Urnengang vor Ort mit aufzupassen, dann kann man ein Stück Verzweiflungsruf hören, zu sagen, bitte schaut dorthin und vergesst nicht, was in unserem Land passiert. Und deshalb zum Ergebnis kommen von dieser Reise, kann ich nur sagen, Reisen bildet ja, und man bekommt auch einiges an Informationen, die man sonst nicht bekommen würde. Das Klima dort ist zunehmend angespannt. Es herrscht ein Klima der Angst, es herrscht ein Klima der Repression. Es gibt Verhaftungen unter dem pauschalen Vorwurf der Unterstützung von Terroristen, von Terrorismus. Das gehört zum Alltag und macht die Leute, die Menschen wortlos und schweigend. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, das muss man so deutlich sagen, die Türkei hat in dieser Form keine Aussicht auf eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und auch das will ich aber verbindend dazu sagen. Trotzdem ist und bleibt sie für uns ein wichtiger Partner. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind so eng wie mit keinem anderen Land. In Deutschland leben rund 3,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln und in der Türkei mehrere Millionen Rückkehrer. Und bei uns hier in Hessen leben rund 300.000 türkeistämmige Bürgerinnen und Bürger, und davon etwa 150.000 mit türkischer Staatsbürgerschaft. All das, was in der Türkei passiert, spiegelt sich bei uns ein Stück wider. Die EU und Deutschland sind gut beraten, wenn sie eine andere zukunftsfähige Form der Beziehung ohne eine EU-Mitgliedschaft der Türkei finden. Das heißt, die Hand immer Richtung Türkei reichend. Und da kann man nur sagen, es gibt viele Projekte, die dort in guter Zusammenarbeit funktionieren. Das konnten wir uns vor Ort auch anschauen. Das war türkische Flüchtlingsarbeit. Das ist die Umsetzung des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens. Das haben wir von vielen internationalen Gesprächspartnern dort entsprechend einhellig bestätigt bekommen. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ja, bestehende Kontakte in der Türkei dürfen wir deshalb nicht abreißen lassen. Wir müssen sie intensivieren, wir müssen sie pflegen, wir müssen den Menschen dort ein Stück Hoffnung geben, die die Hand Richtung Europa reichen wollen. Und deshalb plädiere ich auch sehr stark dafür, unsere Regionalpartnerschaft zu Bursa weiter zu pflegen, so wie wir es bei unserem Besuch in Ankara auch entsprechend vermittelt haben. Und sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zu den Herausforderungen der Europäischen Union kommen. Ja, die Europäische Union ist eine Erfolgsgeschichte der vergangenen 100 Jahre. Sie hat Frieden geschaffen. Sie hat
uns den größten oder bewahrt Frieden geschaffen und Frieden bewahrt. Sie hat uns den größten Binnenmarkt der Welt erschließen lassen. Sie ist Basis für Wohlstand, Wachstum und Arbeitsplätze. Und sie hat das Potenzial, zum Friedensgaranten in der Welt zu werden. Ich sage aber auch ganz klar, sie muss dieses Potenzial aber auch entsprechend nutzen. Nach außen wie nach innen steht die Europäische Union vor großen Herausforderungen. In einer immer komplexer werdenden Welt, mit Problemen, die immer komplexer werden, und Antworten, die immer schwieriger werden und deshalb Populisten noch immer lauter werden lassen. Und eine der großen Herausforderungen, die die Europäische Union zu bewältigen hat, ist mit Sicherheit auch die globale Frage der Flüchtlingsströme. Die Europäische Union muss hierzu eine gemeinsame Migrationspolitik finden, ihren Beitrag zur Bekämpfung der Fluchtursachen in Herkunftsländern leisten und gemeinsam die Außengrenzen schützen. Was in Europa passiert, kommt bei uns in Hessen hier an, und deshalb ist Europa bei uns vor Ort auch so wichtig. Und sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir müssen eine starke Rolle spielen innerhalb der Europäischen Union. Auch ohne Donald Trump wäre es an der Zeit, dass Europa in der Welt mehr Verantwortung übernimmt. Aber eines muss man auch klar sagen. Der amerikanische Präsident macht uns schon sehr schmerzlich bewusst, dass Europa, wie der eine oder andere sagt, jetzt erwachsen werden muss. Vor allem muss Europa selbstbewusster werden, muss stark und geschlossen auftreten. Und die USA waren über Jahrzehnte unsere natürlichen Partner Europas. Nun gehen sie zunehmend unabgesprochen eigene Wege, sei es beim Freihandel, sei es beim Klimaabkommen, beim Atomabkommen mit dem Iran oder der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels. Diese Entwicklung berührt uns in Hessen in besonderer Weise, denn unsere Bindungen zu Amerika sind nicht nur durch das US-Hauptquartier hier in Wiesbaden seit jeher sehr eng, und wir wünschen uns auch, dass die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sehr eng bleiben, trotz des jetzigen Präsidenten. Und, sehr geehrte Damen und Herren, im Verhältnis zu Russland gibt es bisher ebenfalls keine wirklichen Zeichen der Entspannung. Das muss man leider dazu sagen. Alle, die wir hofften, nach dem Ende des Kalten Krieges, dass Entspannung eintreten würde, sind ihre Hoffnungen entsprechend beraubt oder enttäuscht worden. Die Beziehungen sind nach wie vor angespannt. Die Beziehungen sind durch die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim belastet. Und wenn wir schauen, dass USA und Russland politisch und militärisch im Nahen Osten engagiert sind, dann wissen wir, welche Risiken in der Welt bestehen und welchen Schwierigkeiten oder Belastungen oder Herausforderungen die Europäische Union ausgesetzt ist und warum eine starke Rolle der Europäischen Union so notwendig ist. Auf dieses komplexe Gefüge der Welt können wir nur gemeinsam eine Antwort finden. Und hier kann und muss die Europäische Union zukünftig eine zentrale und selbstbewusste Rolle spielen, so wie ich es eben gerade gesagt hatte. Eine starke und zentrale Rolle spielen in einer Zeit, in der man gemeinsam stehen muss, in der aber die eine oder andere politische Partei den Nationalismus besonders bewegt und glaubt, mit nationalen Egoismen entsprechend weiterzukommen. Und das ist dann schon sehr betrüblich, wenn man sieht, dass es immer mehr Menschen gibt, die der Europäischen Union eher kritisch gegenüberstehen. Zum Glück sind die in der Minderheit, aber leider manchmal sehr laut. Diejenigen, die glauben, dass man national etwas besser regeln könnte, die leben in der falschen Vorstellung, dass man mit einfachen Antworten komplexe Zusammenhänge darstellen könnte, dass man damit entsprechend der Globalisierung begegnen könnte. Und sie glauben, dass der ungebundene und vermeintlich stärkere Nationalstaat die Antwort auf eine Europäische Union sei. Und da kann man nur ganz klar sagen, das ist mit Sicherheit der falsche Weg. In dieser komplexen Welt, bei den Herausforderungen, wie ich sie eben beschrieben habe, ist Nationalismus mit Sicherheit die falsche Antwort. Und wir haben die Aufgabe, dem den entsprechenden Boden zu entziehen. Da die Redezeit dafür nicht ausreichend Anlass gibt, möchte ich aber wenigstens angemerkt haben, dass selbstverständlich, dass das, was im Moment in Italien passiert und auch die Regierungsbildung in Italien uns mit größter Sorge erfüllt, insbesondere deshalb, weil Italien einer der Gründerstaaten der Europäischen Union ist und wir eigentlich auf dieser Säule bauen wollen und weiterbauen wollen und nur hoffen können, dass man sich hier nicht von Europa entfernt, sondern Europa stärken wird.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich über die Europäische Union rede, über diejenigen, die dabei sind, dann muss man über diejenigen, die rausreden, die rausgehen. Da geht es um das Thema Brexit. Wenn wir über den Brexit reden, dann kann man sagen, ja, das ist ein typisches Zeichen oder eine typische Auswirkung, eines Ergebnis einer Strömung, wenn man Nationalismus betreibt, wenn man Menschen einredet, dass man etwas alleine besser lösen könnte als gemeinsam. Die Menschen in Großbritannien haben entschieden, aus der Europäischen Union aussteigen zu wollen, glaubend, dass es ihnen besser ginge, und jetzt schmerzhaft erfahren, dass die ersten schlimmen Konsequenzen schon eintreten und sie jetzt die fatalen Folgen dieser Entscheidung schon spüren. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ja, was er mit großer Sorge hier bewegt, ist, wenn wir sehen, dass alleine beim Brexit Fragen, die vorher schon klar waren, aber nie thematisiert wurden, jetzt komplett neu aufbrechen. Da geht es z.B. um die Frage der Grenze zwischen Nordirland und Irland. Da geht es darum, ob es weiter dort Frieden geben kann und ob das Karfreitagsabkommen weiterhalten wird. Und deshalb ist Europa viel mehr als Binnenmarkt oder Handeln, sondern hier kann man ganz klar sagen, Frieden stiftet Wirkung der Europäischen Union. Frau Ministerin, die Redezeit der Fraktion ist erreicht. Das weiß ich, aber es dauert noch ein Momentchen, weil bei Europa muss man halt länger reden. Wenn ich eben über den Brexit rede, dann möchte ich ansprechen, logischerweise auch die Situation der britischen Staatsbürger, die bei uns hier in Hessen leben. Rund 10.000 britische Staatsbürger, die bei uns in Hessen hier leben, die sich Sorgen um das machen, wie es ihnen weitergeht. Britische Staatsbürger, die hier bei uns arbeiten, viele auch im süddeutschen Raum, viele in Darmstadt, von denen allein im Jahr 2016 100 Briten die deutsche Staatsbürgerschaft übernommen haben, weil sie gesagt haben, wie geht es denn weiter? Klar wird die Zahl, wenn man sie mit 2017 vergleicht. 2016 waren es 100 Briten, 2017 waren es schon 900, die Anträge gestellt haben auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Das machen sie nicht aus Sorglosigkeit, das machen sie entsprechend aus Sorge. Und wenn wir wiederum schauen, was der Brexit für uns bedeutet, in der zusammengefassten Form, natürlich bedeutet es wirtschaftliche Folgen, gar keine Frage. Wenn man das zum Beispiel Opel sieht und sieht, wie häufig Zulieferteile veredelt werden oder Teile, die eingearbeitet werden in entsprechende Modelle, da gibt es Materialien oder besser gesagt Produkte, die sechsmal die Grenze praktisch überwinden müssen, hin und her und her und hin, bis sie eingebaut werden. Das heißt, es verursacht Kosten, das verursacht Verlagerungen, das verursacht auch, dass Produktionen nicht mehr in dieser Sicherheit, in dieser zeitlichen Taktung ablaufen können. Das bedeutet, dass wenn alleine man zwei Minuten an Zollabfertigung an der Grenze stehen bleibt, man errechnet hat, dass das bedeutet 30 km Stau. Ich will es nur so ein bisschen beschreiben. Das heißt, der Brexit heißt für uns ganz klar, dass es eine entsprechende Auswirkung auf die Wirtschaft hat, dass die Unternehmen leiden, sei es in Großbritannien oder sei es bei uns. Für uns, wir können wiederum sagen an einer Stelle, wir helfen den Unternehmen hier vor Ort mit den klaren Antworten, die sie brauchen, wie sie mit solchen Situationen umgehen. Große Firmen haben ihre eigenen Brexit-Planungsstäbe, die kleinen haben das nicht. Deshalb unterstützen wir die kleineren und mittelständischen Betriebe durch unsere Kollegen in Brüssel, gemeinsam mit den lokalen Wirtschaftsförderern, mit der Hessenagentur und den entsprechenden Industrie- und Handelskammern, weil wir im ständigen Austausch, im ständigen Gespräch sind und sagen, ja, wir in Hessen haben eine besondere Rolle, wir sind besonders betroffen, und wir helfen auch den Unternehmen, den Menschen vor Ort in diesen Fragen. Lassen Sie mich nur kurz auf den Finanzplatz eingehen, Finanzplatz Frankfurt. Sie haben heute gerade auf dpa gelesen, dass bei dpa gemeldet wurde, dass Hessen weniger vom Brexit betroffen sei als andere Bundesländer. Das hat damit zu tun, dass Frankfurt ein starker Finanzstandort ist. Da kann ich nur dazu sagen, ich würde mir an der einen oder anderen Stelle wünschen, dass man für diesen Finanzstandort vielleicht auch auf kommunaler Ebene mehr tut und klar hervorhebt, wie wichtig das für die hessische Wirtschaft ist, auch für die Frankfurter Wirtschaft. Wir brauchen diesen Finanzstandort. Wir brauchen eine entsprechende Aufsichtsstruktur. Wir wollen beim Thema Euro-Clearing und bei anderen Fragen nicht, dass das Geld woanders verdient wird, dass das Risiko bei uns getragen wird. Und es kann nicht sein, bei den Bemühungen, die wir für das Euro-Clearing im Moment ja an den Tag legen, dass in London die Geschäfte gemacht werden, die großen Umsätze gemacht werden, hinterher über die EZB die europäischen Mitgliedstaaten das Risiko zu tragen hätten. Die Briten wären raus und werden das Problem, wenn ein Problem entstünde. Das ist der Grund, warum wir uns als Landesregierung für das Euro-Clearing in einem besonderen Maße einsetzen und wir das Euro-Clearing innerhalb der Europäischen Union haben wollen und nicht weiterhin in London.
Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir haben im Bereich Europa viel zu tun. Wir haben die Menschen zu überzeugen, und das tun wir in einem intensiven Austausch. Das tun wir z.B. im Rahmen der Europawoche durch die Unterstützung und Finanzierung von vielen Projekten und vor allen Dingen durch viele Menschen, die mit Leidenschaft für die Europäische Union kämpfen und für sie entsprechend eintreten. Und wie kann man Menschen am besten überzeugen? Indem man ihnen unmittelbar die Betroffenheit zeigt, indem man sagt, Europa findet bei uns statt, in den großen Fragen Frieden, Freiheit und Wohlstand, aber auch in den Fragen, die sie unmittelbar betrifft. Ein Stichwort Kohäsionspolitik. Wir haben gemeinsam mit unserer Partnerregion uns dafür stark gemacht, dass die EU-Strukturmittel auch in starke Regionen fließen, nach Hessen, in die Emilia-Romagna, in die Nouvelle-Aquitaine und in die Vigo-Polska, weil wir wissen, dass starke Lokomotiven auch die anderen Wege ziehen können. Und deshalb sind wir gemeinsam dafür eingetreten, dass auch starke Regionen zukünftig Mittel bekommen. Und uns freut besonders, dass das auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung entsprechend verankert ist. Gut für Hessen, gut mit der Europäischen Union geregelt. Als letzte Stichworte, die ich nennen will, dass es klar ist, der mehrjährige Finanzrahmen. Ein mehrjähriger Finanzrahmen, der entsprechende Mittel braucht, dass unsere Regionen gestärkt werden und vor allen Dingen die Landwirtschaft und der ländliche Raum bei uns gestärkt wird. Der weitere Punkt ist der Bankenstandort, der Finanzstandort, uns dafür einzusetzen, dass eine Wirtschafts- und Währungsunion weiterentwickelt wird, die unseren Finanzstandort entsprechend stärkt. Ein weiteres Beispiel, das ich nennen möchte, ist der Forschungsstandort Hessen. Wir treten dafür ein, dass hier entsprechende Mittel veranschlagt werden, um den Forschungsstandort Europa, aber auch den Forschungsstandort Hessen entsprechend zu sichern. Wenn wir über den Bereich Digitalisierung reden, ja, wir brauchen finanzielle Ausstattung in der Europäischen Union, damit wir aber auch innerhalb Hessens, innerhalb Deutschlands die Digitalisierung weiter vorantreiben können, eine der größten Zukunftsaufgaben, die uns entsprechend beschäftigen. Und lassen Sie mich das Beispiel Erasmus noch nennen. Es soll eine Verdoppelung der entsprechenden Mittel geben. Ja, das ist richtig und das ist gut. Junge Leute ins Ausland zu schicken oder andere zu uns zu holen, heißt das als probates, als bestes Mittel der Völkerverständigung einzusetzen. Wenn junge Menschen sich austauschen, wenn man sich begegnet, wenn man sich kennenlernt, auch das ist der beste Weg gegen Nationalismus. Und Erasmus gilt nicht nur für Studenten, gilt nicht nur für Abiturienten, gilt auch für Auszubildende in gewerblichen Betrieben. Deshalb kann ich nur sagen, lassen Sie uns gemeinsam dafür werben, dass junge Leute diese Programme auch entsprechend annehmen. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir haben jetzt eine Europawoche hinter uns, von der ich nur sagen kann, ich bin vielen Menschen begegnet, engagierten, positiv redenden Menschen, die sagen, wir wissen, was uns Europa bedeutet. Ich bin vielen jungen Menschen in Diskussionen begegnet, für die Europäische Union einfach die Lebensrealität ist, die sich gar nicht anders vorstellen können, für die es eine Selbstverständlichkeit ist, und die sagen, das ist unsere Zukunft. Und deshalb müssen wir auf diese Leute bauen, auf die jungen Leute bauen. Wir wollen nicht, dass es denen mal so geht wie anderen, wie in Großbritannien. In Großbritannien sagten mal die jungen Leute, wir sind nicht zur Abstimmung gegangen. Die Alten haben über unsere Köpfe entschieden. Hätten wir es gewusst, wären wir wahrscheinlich hingegangen. Die haben uns die Zukunft verbaut. Wir haben die Aufgabe zu sagen, wir müssen den jungen Leuten der Europäischen Union mit unseren Mitteln hier vor Ort, auch in Hessen, in dieser Art und Weise gewährleisten, dass sie sagen können, wir haben ihnen nicht die Zukunft verbaut, sondern wir haben ihnen die Zukunft gestaltet. Insofern gemeinsam miteinander für Hessen in Europa. Besten Dank. Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache. Die Redezeit hat sich für die Oppositionsfraktion um 3 Minuten erhöht. Das Wort hat, ja, ich habe ein bisschen aufgestockt. So mit 2 Minuten, 17,5 Sekunden wollte ich das nicht arbeiten oder sowas. Herr Schäfer-Gümbel für die Fraktion der SPD, bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste im Plenarsaal! Diese traditionelle Regierungserklärung zum Thema Europa, die inzwischen wirklich eine Tradition im Hessischen Landtag geworden ist, halte ich für ausdrücklich richtig, weil auch in den Hessischen Landtag die europäischen Fragen gehören. Ich möchte am heutigen Tage im Kern mit 3 großen Komplexen beschäftigen, ein bisschen anders, als das die Ministerin gemacht hat.
auch mich mit den Defiziten der europäischen Integration beschäftigen, weil ich glaube, dass wir raus müssen aus den Allgemeinplätzen und der Erzählung zu Europa aus den letzten Jahrzehnten, weil sie offensichtlich nicht mehr genügend Bindungskraft haben. Für die ältere Generation ist Europa das Projekt des Friedens und des Wohlstands. Die meisten Älteren kennen die Soldatenfriedhöfe in Frankreich und in Russland und in Deutschland. Aber dieses Narrativ des Friedensprojektes Europa hat ganz offensichtlich in den letzten Jahren deutlich an Strahlkraft verloren. Und das, obwohl die Ukraine keine zwei Flugstunden von hier entfernt ist. Auch das Narrativ, dass Europa Wohlstand für alle bedeutet, überzeugt offensichtlich nicht mehr. Die Versprechen, dass es den nächsten Generationen auch aufgrund der europäischen Integration, der Entwicklung der demokratischen Rechtsstaaten und der Marktwirtschaft in unserem Verständnis der sozialen Marktwirtschaft am Ende allen besser geht, überzeugt offensichtlich nicht mehr. Und auch dies hat natürlich viel mit Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte zu tun, nicht zuletzt seit der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 und den Konsequenzen aus der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Die Verantwortung für die weitere Entwicklung Europas scheint in diesen Wochen und Monaten sehr viel stärker bei einer jungen Bewegung wie Pulse of Europe zu liegen, als bei denen, die politisch Verantwortung tragen. Diese Bewegung hat in den letzten Monaten deutlich Impulse gesetzt für die europäische Debatte und auf die Defizite der europäischen Integration der letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrzehnts insbesondere hingewiesen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Europa ein neues Narrativ braucht, das mehr ist als das Friedensprojekt, ohne es nicht mehr zu einem Friedensprojekt werden zu lassen, mehr als ein Wohlstandsversprechen, das abstrakt daherkommt und endlich konkret wird. Deswegen bin ich froh, und das teile ich ausdrücklich mit der Ministerin, dass wir im Koalitionsvertrag zur Großen Koalition in Berlin eine ganze Reihe von substanziellen Veränderungen für die zukünftige Europapolitik in der Bundesrepublik Deutschland verankern konnten, beispielsweise das Bekenntnis zu mehr Investitionen und zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, ein Versprechen, das dringend überfällig ist. Ich will allerdings auch darauf hinweisen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das gehört zur Redlichkeit einer solchen Debatte dazu, dass jenseits dessen, was im Koalitionsvertrag steht, das noch lange nicht konkrete Politik ist, auch weil das, was im Koalitionsvertrag formuliert wurde, ja zumindest von Teilen unseres Koalitionspartners, wenn ich mir die Fraktionen rund um Herrn Wirmer oder Herrn Wielsch oder andere anschaue, ausdrücklich infrage gestellt wird und die eigentlichen Auseinandersetzungen in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion überhaupt noch anstehen. Deswegen will ich in aller Deutlichkeit sagen, es muss Schluss sein mit dem Spardiktat gegen Südeuropa, weil wir keine verlorene Generation in Europa wollen, weil sie am Ende über das Wohl und Wehe Europas entscheidet. Ich will das sagen, auch in mancher Rede, die ich hier schon im Haus gehört habe. Es gibt da ein paar Widersprüche, mit denen wir umgehen lernen müssen. Übrigens nicht nur bei Ihnen, manchmal auch in unseren Reihen. Das will ich gleich dazu sagen. Aber diese Widersprüche bestehen unter anderem darin, auf der einen Seite zu sagen, wir sind das Exportland Nummer eins. Aber wenn es dann um die konkrete Umsetzung beispielsweise der regionalen Spaltung in Europa geht, setzt man doch sehr viel stärker darauf, dass diese Wettbewerbsvorteile in vielen Bereichen, ich werde da am Ende ein paar Bemerkungen zu Hessen machen, nicht ausgeglichen werden können, weil man sich diese Vorteile erhalten hat. Ich sage sehr ausdrücklich, dass dieses ein Teil des Problems der europäischen Integration der letzten 10 Jahre ist. Wir haben Ziele für Inflation, für das Budgetdefizit, aber keine Ziele für Arbeitslosigkeit, für die Reduzierung der Menschen ohne Schulabschlüsse, für Investitionsquoten. Stattdessen erleben wir einen Wettbewerb um die niedrigsten Steuern und Sozialstandards. Die Technokratisierung Europas
in denen über all mögliche Instrumente geredet wird, aber am Ende die Ziele völlig verschwimmen, ist ein weiteres Übel in der europäischen Integration, bei dem immer mehr Menschen offensichtlich den Eindruck haben, dass ihre berechtigten Interessen zu sozialer Sicherheit nicht gewahrt bleiben. Sozialer Fortschritt aus Europa ist konkret. Auch deswegen sind wir der Auffassung, dass das, was wir beispielsweise bei Menschenrechten, bei sozialen und ökologischen Standards für richtig halten, zukünftig verbindlich durchgesetzt werden muss. Wir sind beispielsweise froh als Sozialdemokratie, dass es uns in teilweise erbitterten und uns in Teilen auch nicht einfach gefallenen Verhandlungen gelungen ist, die Kernarbeitsnorm der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, in einem Freihandelsabkommen wie CETA zu verankern. Und wir sind froh, dass im Koalitionsvertrag niedergelegt ist, dass das die Grundlage zukünftiger Freihandels- oder, wie wir glauben, Fairhandelsabkommen sein muss. Wir werden auch darüber zu reden haben, offensiv, dass die europäische Arbeitsteilung einer der Wohlstandsgaranten und im Übrigen auch Garant für das Soziale in unserem Land ist. Kein Krankenhaus, auch in Hessen nicht, würde noch funktionieren ohne Zuwanderung aus mittel- und osteuropäischen EU-Ländern und vielen anderen mehr. Ich finde, wir haben allen Anlass, die Vorzüge auch für unser Wohlstands- und Sozialmodell in der Europäischen Union lauter und deutlicher zu sagen, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass die Vorteile dieses Modells eben auch zurückgegeben werden müssen, weil wir nicht zulassen dürfen, dass die sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen sich in Europa regional so brutal unterschiedlich entwickeln wie derzeit. Die zweite Bemerkung, die ich machen will, ist, dass Europa, und das ist angeklungen in der Regierungserklärung, nur eine Chance hat, eine Stimme und ein Gewicht in der Welt zu bekommen, wenn wir anders und stärker zusammenarbeiten. Und die Stichworte sind eben alle genannt worden. Wir erleben eine Vielzahl von außenpolitischen Krisen. Die Türkei ist beispielsweise mit ihrer Entwicklung für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ausführlich beschrieben worden. Und ich teile jede der Beschreibungen, die vorhanden ist. Die Auseinandersetzung um die Aufkündigung des Iran-Abkommens, wenn wir möglicherweise in 2 Jahren auf die Administration Trump zurückschauen, wird sich das möglicherweise als der schlimmste aller Fehlentscheidungen in den Vereinigten Staaten unter der Administration Trump darstellen. Ich halte es für verheerend, was dort an Zeichen gesetzt wurde, im Übrigen auch für andere Konflikte und mögliche Auflösungen, jetzt sehr konkret auch im Zusammenhang mit der Nordkorea-Krise. Es ist fahrlässig, solche Abkommen, die unter größten Schwierigkeiten zustande gekommen sind, solche Abkommen aufzukündigen. Und ich werde des Eindrucks nicht los, dass es dabei ausdrücklich nicht nur um sicherheitspolitische Interessen der Vereinigten Staaten geht. Die Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten muss Europa mehr denn je beschäftigen. Und das hat etwas mit der gesamten Aufstellung in der Region zu tun und der Humanitätskrise 2015, die uns so deutlich gemacht hat, dass die humanitäre Entwicklung, die ökonomische, die soziale, aber auch die sicherheitspolitische, gerade im Nahen und Mittleren Osten Europa mehr betrifft als alle anderen. Wir erleben, dass die alte Ordnung, Friedens- und Sicherheitsordnung und Architektur auseinanderfällt. Es ist geradezu absurd, in einer Welt, die nach mehr Multilateralismus ruft und schreit, in diesen Tagen zu erleben, dass ein US-amerikanischer Außenminister von Ferne dem G20-Außenministertreffen grüßt, ohne an den Verhandlungen und Beratungen dort teilzunehmen. Ich sage, das muss einen Sorge machen und kann am Ende nur dazu führen, dass der Auftrag an Europa, jetzt offensiver, starker und entschiedener Akteur in der Welt zu werden, endlich ernst genommen wird. Um das allerdings zu erreichen, liebe Kolleginnen und Kollegen,
muss Europa mehr als nur in politischen Erklärungen zur Einsicht kommen, dass man gemeinsam handeln will. Wir brauchen Einigkeit in der europäischen Außenpolitik, der Wirtschafts- und Währungspolitik, der Sanktionspolitik und der Sicherheitspolitik. Und nur wenn uns das gelingt, dass wir jenseits der Erklärung angesichts von Regierungsgipfeln endlich konkrete gemeinsame politische Schritte unternehmen, nur dann wird es am Ende gelingen, Europa zu einem starken Akteur zu machen. Und Europa wird mehr denn je gebraucht. Am heutigen Tage findet die fast groteske öffentliche Anhörung von Mark Zuckerberg im Europäischen Parlament statt. Es dürfen nur einige wenige Abgeordnete überhaupt Fragen stellen. Es wird im Livestream jetzt übermittelt. Warum erwähne ich dieses Stichwort? Weil die Plattformökonomie und die Digitalisierung immer stärker gemeinsames Handeln Europas erzwingen werden. Der Datenschutz beispielsweise wird zunehmend, davon bin ich überzeugt, ein Wettbewerbs- und Wohlstandsvorteil, weil es immer mehr Akteure gibt, die ein hohes Interesse daran haben, dass es eine Datenarchitektur gibt, die Daten absichert. Wer schon einmal in den Vereinigten Staaten manche Debatte gesehen hat, aber auch zunehmend den anderen großen Akteur, nämlich die Volksrepublik China, der kriegt sehr schnell ein Gefühl dafür, welche Rolle bzw. Nichtrolle Datenschutz in bestimmten Ökonomien spielt. Dass aber gleichzeitig die großen Plattformökonomien Unternehmen eben Unternehmen dieser Länder sind. Und es ist eines der großen Defizite Europas, dass es nach der großen Erfolgsgeschichte, in der Europa sich erstmals wieder industriepolitisch aufgestellt hat mit Airbus, als Reaktion auch auf Entwicklung auf den globalen Märkten, dass es uns nicht gelungen ist, in den letzten 25, 30 Jahren ernsthaft gemeinsame Aktivitäten im Bereich der digitalen Ökonomie oder artverwandten Themen überhaupt aufzusetzen. Es ist nahezu absurd, dass nach den Entwicklungen hin zum GPS-System und den Ankündigungen, dass man mit Galileo ein eigenes System aufbauen will, es immer noch nicht vorangekommen ist. Und wer nicht ein Minimum an ökonomischen und infrastrukturellen Voraussetzungen schafft, der wird in der digitalen Ökonomie abgehängt werden. Und deswegen brauchen wir mehr gemeinsame Ausrichtung auf Industrie- und Forschungs- und Entwicklungspolitik, als das derzeit stattfindet. Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass Europa geschwächt wird, innenpolitisch durch die nationalistischen Aufwallungen, aber eben auch aus Mangel an Solidarität innerhalb Europas. Mit Emmanuel Macron ist vor anderthalb Jahren ein Akteur auf die Bühne getreten, der nicht nur den Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Frankreich in die Grenzen und die Schranken gewiesen hat, und wir hoffen auf Dauer. Auch das ist übrigens etwas, was eng im Zusammenhang steht mit der weiteren sozialen und ökonomischen Entwicklung Europas. Aber es bisher in Europa keine Antwort auf seine Vorschläge zur Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion gibt. Ich will das ausdrücklich sagen. Mich beschwert das, dass ja auch in der Großen Koalition und in der Regierung auf der Bundesebene bisher keine angemessene Antwort auf die Vorschläge gefunden haben, weil wir in der Koalition noch erheblichen Debattenbedarf haben, obwohl es im Koalitionsvertrag dazu klare Verabredungen gegeben hat. Und anders als die Ministerin will ich einen anderen Punkt betonen dabei, wenn es um europäische Solidarität und Zusammenarbeit geht. Ich glaube, dass die deutsch-französische Freundschaft, so elementar sie für Frieden und Sicherheit und Zusammenhalt in Europa ist, angesichts der Veränderungen nicht reicht. Ja, wir brauchen klare Sprache und Entscheidungen, beispielsweise mit Blick auf die rechtsstaatlichen Entwicklungen in Polen und in Ungarn und manch anderen Ländern. Aber genauso klar ist für mich, dass wir eine Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks brauchen, weil am Ende eine Zukunft Europas nur in der Zusammenarbeit zwischen den Ländern West,
Mittel- und Osteuropas liegen kann, weil die, die außerhalb sind und ein Interesse daran haben, dass es Spaltungslinien gibt und alles dafür tun, aus ökonomischen, aus sicherheitspolitischen und aus strategischen Gründen nur dadurch in die Schranken gewiesen werden können, dass wir am Ende Europa zusammenhalten und Solidarität konkret wird. Und deswegen ausdrücklich ein Plädoyer zur Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks und des strategischen Dialogs zwischen Frankreich, Deutschland und Polen. Ich halte das für elementar für die weitere Entwicklung der Europäischen Union. Damit will ich zur vorletzten Bemerkung kommen. Europa darf nicht länger ein Elitenprojekt bleiben. Grenzenloses Reisen, Mehrsprachigkeit, kultureller Austausch, das ist auf diesem Kontinent nach wie vor ein Privileg der wenigen. Nicht der ganz wenigen, aber doch deutlich einer Minderheit. Und offenbar liegt auch der Schwerpunkt in vielen Aktivitäten in den Elitenbeziehungen. Wir begrüßen sehr, dass Erasmus inzwischen ein bisschen geöffnet ist. Aber ich glaube, dass das nur ein kleines bisschen der Anfang sein kann von dem, was wir mehr brauchen. Sozialer Fortschritt, der in Europa konkret wird, beispielsweise mit der Entsenderichtlinie und dem Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, ist eine der Initiativen, die ein Fundament dafür bilden kann, dass Europa sich in meinem Sinne, wie ich es beschrieben habe, weiterentwickelt. Wir werden aber auch den kulturellen Austausch in Europa stärken müssen. Ich bin persönlich ein großer Freund des Interrail-Programms der Europäischen Kommission. Ich finde es richtig, dass wir unabhängig vom Geldbeutel der jungen Menschen dafür sorgen, dass es einen Austausch in Europa gibt. Um es ein bisschen flapsig zu formulieren, wir müssen dafür sorgen, dass es ein bisschen weniger Whining and Dining in der Landesvertretung gibt, aber dafür mehr Austausch. Das bedeutet am Ende eben auch mehr Interrail statt Salonwagen. Auch das ist eine der notwendigen Konsequenzen. Damit will ich zu meinem vierten und letzten Punkt kommen. Das ist die Frage, was heißt das eigentlich für Hessen? Ich will offen sagen, an der Stelle bin ich ein bisschen enttäuscht von der Regierungserklärung. Es gab ja eine Passage in der Regierungserklärung, die am Ende nicht mehr vorgetragen wurde, dass man jetzt ein paar Korrekturen in Europa vornehmen muss und dass wir das zügig tun müssen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen vermisst die Position der Landesregierung zu diesen Korrekturen. Und dabei meine ich vielleicht weniger die großen Fragen von Wirtschafts- und Währungsunion, Außen- und Sicherheitspolitik, weil wir wissen auch, dass die nicht hier unmittelbar im Hessischen Landtag beschrieben werden. Ich hätte mir vorstellen können, dass die Landesregierung ein bisschen mehr über ihre Brexit-Strategie redet. Und die Frage, gibt es eine Strategie? Und was sind die Konsequenzen aus dieser Strategie für den Wohnungsbau angesichts von vielen, die in die Region neu dazukommen und explodierender Preise? Was das für die Frage der Bildungspolitik heißt, angesichts der vielen, auch noch einmal internationaleren, die in die Region kommen und dem Lehrermangel, den wir ohnehin schon haben. Oder aber auch für die Mobilitätsfragen, die so viele Hessinnen und Hessen bereits heute jeden Tag an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit bringen, wenn sie versuchen, in den Großraum Frankfurt-Rhein-Main zu kommen. Dazu hätte ich gerne ein paar Bemerkungen gehabt. Ich hätte auch gerne zu anderen Themen ein paar Bemerkungen gehabt. Beispielsweise, wenn das alles richtig ist, was hier vorgetragen wurde, und wie gesagt, im Allgemeinen teile ich viele der Bemerkungen, die gemacht wurden. Aber was heißt das denn für die Ausrichtung der Bundesländer, auch von Hessen, für die gemeinsame Agrarpolitik? Wie kommen wir denn angesichts des Wegfalls der britischen Mittel im EU-Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung dazu, die erheblichen Mehrbedarfe in Europa auch für regionale Förderung, beispielsweise in starken Regionen, das ist ja eben ausdrücklich betont worden, und Einsparungen auf der anderen Seite? Ich kann hier nicht erkennen, dass es eine Positionierung der Landesregierung gibt. Ich glaube, dass wir mehr regionalen Ausgleich brauchen, weil wir die unterschiedliche Entwicklung in Europa deutlich verändern müssen. Und es könnte möglicherweise auch mit einer Neuausrichtung der Agrarpolitik in Hessen zusammenhängen, als einem von 16 Bundesländern in der Bundesrepublik Deutschland mit sehr unterschiedlichen Strukturen. Aber dazu hätte ich gerne etwas gehört.
Es gilt auch für ein Thema, das der Ministerpräsident hier regelmäßig aufruft, wie ich finde, in der Abstraktheit völlig zu Recht, nämlich der Perspektiven der Forschungs- und Entwicklungspolitik. Ich hätte gerne gewusst von der Landesregierung, angesichts auch der Debatten im letzten Europaausschuss zur Umsetzung von europäischen Programmen, wie wir denn damit umgehen, dass beispielsweise die süddeutschen Bundesländer dramatisch mehr Mittel aus den europäischen Strukturmitteln und Forschungsförderungsmitteln abholen können, als das beispielsweise in Hessen stattfindet. Dazu hätte ich gerne ein paar Antworten gehabt, weil es dann am Ende aus einer allgemeinen europapolitischen Debatte, die ich nicht geringschätzen will, weil sie ihren Wert hat, zu einer wirklichen Regierungserklärung gemacht, weil dann hätten wir uns erstmals mit den Strategien dieser Landesregierung für ein besseres Europa beschäftigen können. So bleibt das am Ende ein Defizitbereich, was ich sehr bedauere. Damit ist erneut eine Chance in europäischen Fragen verpasst worden. – Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Hammann für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Krieg in Syrien, der Ukraine-Konflikt, die zunehmende Erderhitzung durch den Klimawandel, der globale Terrorismus, Hackerangriffe über Landesgrenzen hinweg, das Flüchtlingssterben im Mittelmeer, die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA und der drohende Handelskrieg mit den USA. Meine Damen und Herren, dies sind alles Herausforderungen, denen heute kein europäischer Mitgliedstaat mehr alleine begegnen kann. Dafür brauchen wir eine geschlossene Europäische Union. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen eine handlungsfähige, eine geeinigte Europäische Union. Und diejenigen, die zurück zum nationalen Klein-Klein wollen, haben doch die Welt von heute überhaupt nicht verstanden. Ja, die Europäische Union mag nicht perfekt sein, meine sehr geehrten Damen und Herren, aber es ist die beste, die wir bisher haben. Und ich sage ganz deutlich, wir lassen uns die Europäische Union nicht kaputtreden. Wir treten für die Europäische Union geschlossen ein. Ich denke, das ist auch angesichts der vielen Herausforderungen, die wir haben, ein ganz wichtiger Bestandteil. Das heißt aber nicht, dass wir mit allem zufrieden sind, dass man sich nun bequem zurücklehnen kann. Das wollen wir nicht. Das ist sicherlich nicht die richtige Reaktion, denn wir wissen, es gibt noch so viel zu tun. Mit dem Klimawandel, den weltweiten Flüchtlingsbewegungen und der Wirtschafts- und Währungsunion steht Europa vor vielfältigen Bewährungsproben, die eben keinen weiteren Aufschub erlauben. Und lassen Sie mich das auch konkretisieren. Unsere gemeinsame Währung, der Euro, wurde am 1. Januar 1999 als Buchgeld eingeführt. Der Euro ist also bald 20 Jahre alt, ein Grund also auch zum Feiern. Aber gleichzeitig schauen wir auch zurück auf eine Finanzkrise, eine Krise der Europäischen Währungsunion, die mittlerweile fast 10 Jahre andauert. Das sind Dinge, die wir immer auch vor Augen haben müssen. Eine der Lehren aus der Finanzkrise war es, Banken nie wieder durch Steuergelder retten zu müssen. Und dafür wurde der Aufbau der Bankenunion vorangetrieben. Wir müssen jedoch feststellen, dass die Vollendung der Bankenunion doch noch immer nicht erfolgt ist und deshalb auch Risiken immer noch nicht vom Tisch sind. Es stehen da noch weitere Schritte an, wie z.B. die europäische Einlagensicherung. Wir sind überzeugt davon, dass nur eine vollständige Bankenunion diesen Teufelskreis aus Bank- und Staatsschulden auch beenden kann. Und dafür brauchen wir wirksame Instrumente, um eine erneute Erschütterung zu verhindern und zumindest besser abfedern zu können. Diese Finanz- und Wirtschaftskrise hat doch gezeigt, dass wirksame Instrumente dafür doch notwendig sind.
Das wird besonders notwendig, wenn man sich das aktuelle Regierungsprogramm der populistischen Parteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung Italien einmal anschaut. Das muss uns wirklich Anlass zur Sorge geben. Darin sind enthalten Neuverhandlungen der europäischen Verträge, Mehrkosten für Ausgaben in Höhe von über 100 Milliarden € ohne einen Deckungsvorschlag, sowie die damit verbundene Notwendigkeit, neue Schulden aufzunehmen. All das findet man in diesem Regierungsprogramm. Und dies alles, obwohl das Land, obwohl Italien bereits hochverschuldet ist. Ich sage noch einmal, wir sehen diese Entwicklung mit Sorge. Und deshalb muss gehandelt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn eines muss uns doch allen klar sein. Wir werden doch das Vertrauen der Menschen in der Europäischen Union und in die Politik in diesem Bereich nur zurückgewinnen können, wenn wir verhindern, dass Bürgerinnen und Bürger bei der nächsten Krise die Banken wieder mit ihrem Steuergeld retten müssen. Und um dies zu verhindern, ist ein europäischer Währungsfonds mit einer starken Kontrolle durch das Europäische Parlament und eine vertiefte Bankenunion auch notwendig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie meine Vorredner möchte ich auch auf den französischen Präsident Emmanuel Macron eingehen. Er hat doch dazu bereits Vorschläge gemacht. Es wäre sehr schade, wenn diese Aufbruchsstimmung, die er erzeugt hat, verpuffen würde. Ich sage aber auch ganz deutlich, man muss ja nicht jeden seiner Vorschläge gut finden. Aber es ist doch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und auch entsprechende Gegenvorschläge dazu gemacht werden. Ein Nichthandeln, davon sind wir überzeugt, würde doch die Europäische Union dagegen schwächen. Wir brauchen daher in der Wirtschafts- und Währungsunion die Bereitschaft zu echten Reformen. Und da muss man auch mutig daran gehen. Wenn uns die Europäische Union wichtig ist, heißt es, in diesem Bereich auch aktiv zu werden und die notwendigen Schritte umzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in vielen Ländern legen Rechtspopulisten die Axt an unser gemeinsames Europa. Ich würde mir wünschen, dass sich alle Mitgliedstaaten für eine solidarische Europäische Union einsetzen. Hessen pflegt seit vielen Jahren mit seinen drei Partnerregionen, die Emilia-Romagna, die Nouvelle-Aquitaine und der Wielkopolska, diese Solidarität. Im Zentrum des europäischen Projekts, das auf dem Grundsatz der Solidarität beruht, steht die Kohäsionspolitik. Diese Kohäsionspolitik fördert Wachstum und Beschäftigung und trägt letztlich zur Schaffung einer Europäischen Union bei, die sich ihren Bürgerinnen und Bürgern und deren Bedürfnissen annähert. Und das ist ein ganz wichtiges Vorgehen. In einem gemeinsamen Positionspapier, das wir zusammen mit den drei Partnerregionen, Hessen mit den drei Partnerregionen verabschiedet hat, betonen wir, dass die Debatte über die Zukunft Europas, die mit dem Weißbuch des Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, eingeleitet wurde, fördern wollen. Wir sehen uns bei diesen Herausforderungen auch im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, demografischem Wandel, Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung, neue Technologien, Klimawandel und Biodiversität in einer strategisch wichtigen Rolle, die wir auch ernst nehmen und die wir auch angehen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, notwendig ist auch eine Debatte um die Vertiefung der sozialen Dimension der Währungs- und Wirtschaftsunion. Dazu gehört für uns Grüne auch eine europäische Sozialpolitik. Wir müssen darüber reden, wie eine europäische Basisarbeitslosenversicherung eingeführt werden kann, mit der sowohl die wirtschaftliche Stabilität als auch der soziale Zusammenhalt in der EU gestärkt werden könnten. Und wir müssen die Diskussion um Mindeststandards für Mindestsicherungssysteme und Mindestlöhne offensiv auch führen. Denn wir sind überzeugt davon, dass nur mit Reformen für mehr Stabilität und mit mehr Investitionen in soziale Gerechtigkeit sowie mehr Demokratie Europa für zukünftige Herausforderungen gewappnet ist. Meine Vorredner haben schon wichtige Beiträge geleistet. Ein Punkt hat mir aber in den Ausführungen gefehlt, und das ist der Bereich der Umweltpolitik. Deshalb gehe ich einfach auf den Umweltpolitikbereich ein, weil ich glaube, er wird weitreichende Auswirkungen auf uns haben. Wir werden gravierende Probleme bekommen, die unser Leben massiv beeinträchtigen werden, wenn wir keine Lösungen umsetzen. Es sind nämlich Probleme, bei denen die planetaren Grenzen überschritten sind. Das sind die Klimakatastrophe, das Artensterben,
die Zunahme der Luftschadstoffe, Schadstoffeinträge von Phosphat und Stickstoff und die Landübernutzung. Im Pariser Klimaschutzabkommen haben Deutschland und die Europäische Union sich verpflichtet, dem Klimawandel auch entgegenzutreten. Es ist festzustellen, dass die Durchschnittstemperaturen weiter steigen. Der Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur soll jedoch deutlich auf unter 2 Grad begrenzt werden. Und trotzdem sind die Treibhausgasemissionen in Deutschland und der Europäischen Union seit Jahren auf einem hohen Niveau. Die Ursachen, die die Erderwärmung auslösen, sind doch alle längst bekannt. Es liegt doch nicht am mangelnden Wissen. Die Fakten sind doch vorhanden. Wenn wir nicht handeln, werden wir die durch die Erderwärmung verursachten extremen Wetterereignisse auch für uns Menschen reale Konsequenzen haben. Und ich werde sie auch benennen. Zunahme der Hunger- und Wasserkrisen, insbesondere in wenig entwickelten Ländern. Daraus folgend natürlich Klimaflüchtlinge und daraus folgend soziale Probleme. Es bestehen Gesundheitsrisiken durch steigende Lufttemperaturen und auch Hitzewellen. Die wirtschaftlichen Folgen für die Beseitigung der Klimafolgeschäden werden enorm werden. Und es wird zu weiteren Verbreitungen von Schädlingen und Krankheitserregern kommen. Und dazu kommt der Verlust der Biodiversität, da sich nur wenige Arten an den schnellen Temperaturanstieg anpassen können. Meine Damen und Herren, ich weiß ganz genau, das werden wir in Hessen nicht leisten können. Diese Lösung dieser Problematik muss daher weltweit erfolgen. Wir müssen aber in Deutschland dazu beitragen, und es sind Anstrengungen in den europäischen Mitgliedstaaten dazu notwendig. Kurz gesagt, wir brauchen dafür eine starke Europäische Union, die auch entsprechend handelt. Wir brauchen die Europäische Union auch als Korrektiv, ob uns das passt oder nicht. Gerade in diesem Bereich, glaube ich, hat die Europäische Union eine besondere Verantwortung. Am Beispiel der Umweltpolitik ist dies erkennbar. Der von mir angesprochene Rückgang der Biodiversität und die Beeinträchtigung von Natur und Umwelt sind Aufgaben, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch bewältigen müssen. Und hier kann die Europäische Union einen konsequenteren Naturschutz für uns alle durchsetzen. So hat eine Klage der Europäischen Kommission dazu geführt, dass der Europäische Gerichtshof jüngst mit einem Urteil gegen Polen dafür sorgte, dass der Schutz des einzigartigen Ökosystems in Białowieża durchgesetzt wird. Die polnische Regierung hatte in dem dortigen europäisch geschützten Urwald wiederholt illegal gerodet. Das heißt also, bevor wir mit dem Finger auf andere zeigen, müssen wir uns bewusst sein, dass auch Deutschland eine Bringschuld hat. Es laufen 15 Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union gegen Deutschland im Umweltbereich. Ich nehme nur das Beispiel Luftreinhaltung. Hier ist ein konsequentes Handeln erforderlich, um die Luftreinhaltung in den Mitgliedstaaten voranzubringen. Allen ist bewusst, dass Dieselabgase zu gesundheitsgefährdenden Luftbelastungen führen. Doch die Umsetzung, das muss man leider feststellen, kommt in den Mitgliedstaaten kaum voran. Und auch Deutschland ist hier zusammen mit 5 weiteren Staaten im Rückstand. Die EU-Kommission will daher auch die Bundesregierung durch eine Klage beim Europäischen Gerichtshof zur Einhaltung der Grenzwerte für Schadstoffe zwingen. Doch kommen wir zur weiteren Verantwortung der Europäischen Union. Ja, die Europäische Union ist ein Friedensprojekt. Und mit den zunehmenden weltweiten Konflikten liegt es im Interesse und in der Verantwortung des Friedensprojektes Europäische Union, den Dialog und friedensbildende Maßnahmen zu einem zentralen Pfeiler der europäischen Außenpolitik zu machen. Die EU muss nicht in erster Linie Militärmacht sein, sondern sie muss Friedensmacht werden. Aber ich möchte zu einem weiteren Thema noch kommen. Das ist die Erweiterung der Europäischen Union. Wie sieht es mit der Erweiterung der Europäischen Union aus? Hier stellt sich die Frage, welche Staaten sollten in die Europäische Union aufgenommen werden? Ich möchte gleich hier feststellen, man muss und kann im Moment die Beitrittsperspektive in Bezug auf den Westbalkan und in die Türkei nicht schönreden. Gerade die Türkei entwickelt sich immer schneller und weiter in autokratische Richtungen. Vor kurzem hatte ich die Möglichkeit, an der Delegationsreise von Ministerin Puttrich in die Türkei teilzunehmen. Die zahlreichen Gespräche offenbarten uns ein Klima der Angst. Frau Ministerin Puttrich hat das vorhin schon festgestellt. Die Menschen haben
Sorge, dass die Wahl manipuliert wird. Es gibt das Problem der Wahlbeeinflussung durch eine einseitige Berichterstattung zugunsten Erdogans von Seiten der Medien. Wir hatten im Europaausschuss oder mit Mitgliedern des Europaausschusses dort ein Gespräch. Für uns war erkennbar, dass sich die Opposition noch nicht einmal traute, konkrete Punkte anzusprechen. Also dieses Gefühl der Angst war fassbar für uns. Das haben wir auch in den weiteren Gesprächen immer auch wieder vermittelt bekommen. Denn wer sich falsch verhält, wer die falschen Antworten gibt, gerät in Gefahr, dann auch in Untersuchungshaft genommen zu werden. Das heißt also, hier entwickelt sich die Türkei fort von Europa. Und das ist etwas, was uns mit Sorge erfüllt. Deshalb ein Beitritt der Türkei in die Europäische Union wird damit immer abwegiger. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir Grüne unterstützen eine ehrliche EU-Beitrittsperspektive für alle Länder des westlichen Balkans. Aber klar ist auch, dass ein EU-Beitritt konditioniert ist. Die EU steht auf einem klaren Wertefundament. Achtung der Menschenwürde, Demokratie, individuelle Freiheit, Menschenrechte, Gleichheit, ökologische Verantwortung und Rechtsstaatlichkeit. Vor allem in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Grundwerte, Pressefreiheit und gut nachbarschaftliche Beziehungen gibt es doch noch vieles zu tun. Und letztendlich wird allein die Erfüllung der EU-Beitrittskriterien über das, ob und das Tempo des weiteren Beitrittsprozesses entscheiden. Dies gilt für den Westbalkan ebenso wie für die Türkei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allen Differenzen mit der Türkei gibt es aber auch Positives zu berichten. Die Flüchtlingshilfe in der Türkei funktioniert offenbar besser als von uns gedacht. So erfuhren wir beispielsweise im Rahmen der Delegationsreise durch den Besuch des Centre Asam, eine von der GEZ finanzierten Organisation, dass die mit der EU vereinbarten Gelder zur Unterstützung und Verbesserung der Flüchtlingssituation vor Ort tatsächlich ankommen würden. Die Türkei scheint hier doch ein verlässlicherer Partner zu sein, verlässlicher, als wir alle gedacht hatten. Für uns bleibt trotz aller Unsicherheiten der politischen Lage in der Türkei die Partnerschaft mit Bursa wichtig. Diese Partnerschaft liegt uns am Herzen, und wir werden sie weiterhin unterstützen. Und die Menschen in Bursa erwarten dies aus. Sie wollen, dass wir weiter mit ihnen im Dialog sind und dass wir auch ihnen Unterstützung geben, mit Blick auf Menschenrechte, Pressefreiheit und all das, was für uns in der Europäischen Union besonders wichtig ist. Wir alle entscheiden mit, wie die Zukunft Europas aussehen wird. Die Zukunft Europas braucht dabei die Bereitschaft zur Veränderung und auch einen Willen für ein gemeinsames Handeln. Es wird entscheidend sein, ob es gelingt, Europa krisenfest zu machen, um die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte zu bewältigen. Was wir uns auf keinen Fall erlauben sollten, ist ein Stau der Reformen. Die müssen angegangen werden. Denn dies würde den Wind in die Segel der Euroskeptiker, Skeptikerinnen und denjenigen blasen, die ein Zurück auf die nationale Eigenständigkeit propagieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mut macht die letzte Eurobarometer-Umfrage, nach der das Ansehen der EU bei den Bürgerinnen und Bürgern wächst. Trotz einer unruhigen Welt betrachtet eine Mehrheit der Europäerinnen und Europäer die Europäische Union als Hort der Stabilität. 71% sind europaweit dieser Ansicht, in Deutschland sind es sogar 81%. Unsere gemeinsame Aufgabe sollte es daher sein, das Ansehen der EU zu stärken und in einem transparenten Prozess die EU weiterzuentwickeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns daher gemeinsam für ein starkes Europa und zusammen für ein starkes Hessen eintreten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus